Okay. What the fuck? Was? Wieso? Was macht der? Oh, oh. Nee. Ah, nicht über mich drüber. Was geht hier ab, Alter? Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir, dem Ratzler. Ja, wir sind jetzt mal wieder im Umland unterwegs. Die Stadt ist uns für die Folge zu öde geworden. Wir gucken lieber, dass die Autowracks hier nicht geschändet werden, denn sie sind ein Naturgut des Staates San Andreas. Jetzt haben wir uns nass gemacht. Ist aber auch ziemlich warm hier draußen. So, wir sind im Umland unterwegs. Habe ich gerade schon gesagt, ne? Und wir gucken mal, dass wir hier die Ganoven stoppen können. Indem mein Wecker anfängt zu klingeln um 16 Uhr. Dann merkt man, wann ich normalerweise aufstehe. Vielleicht sollte ich mich einreihen. So. Pass auf, wir halten den mal an hier, ne? Sie haben nämlich ein wunderschönes... Hey, 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 fahren Sie rechts ran. Guck mal, flüchtet der? Nee, okay. Na, wir kennen es noch aus SpongeBob. So. Einmal Ihre ID, bitte. Huch. Adi. Hier, Flam. Danke. Hannah Kimore. Okay. Hannah Kimore. Habe ich es richtig geschrieben? Ja, habe ich. License is valid, no active. Attention all units. We have a suspect resisting arrest. Das ist doch ein Witz. Okay, wir geben die Verfolgung durch. Backup required. Und ja. Und wir nehmen First Person. Das gibt's doch nicht. Ich bedanke mich übrigens an dieser Stelle für... Ich bedanke mich an dieser Stelle dafür, dass ihr so viele Vorschläge geschrieben habt unter dem Video. Fand ich ziemlich cool, dass ihr da so aktiv seid. Und ich werde mir da auf jeden Fall was raussuchen. Ich werde jetzt auch die Woche ein paar Spiele veröffentlichen. Und mal gucken, wie eure Reaktion darauf ist. Also, wie die Bewertungen ausfallen und so. Und dann werde ich gucken, was ich als Spiel nehme. Beziehungsweise, welche Spiele ich dann wohl öfter spielen werde. Nein, ich habe einen Kojoten überfahren. Oh, nur wegen ihnen. So, scheiße. Scheiße. Nein, stehen bleiben. Okay, raus. Hände hoch. Okay, sie auch raus. Und auch stehen bleiben. Okay. Alles klar, die Kollegen übernehmen die Dame. Perfekt. Ja. Die Leute im Umland sind halt sehr beweglich. So, wir holen ja da jemanden Prisoner Transport. Backup needed for a suspect placed under arrest in, Grande Sonora Desert. So, das Auto lassen wir abschneiden. Ah, no. Hör, was mach ich jetzt? Was du da durchsuchst, glaube ich, den Typen. Pet Search has crashed. Na, wenn es so Pet Search ist, ist ja in Ordnung. Okay. What the fuck? Was? Wieso? Was macht der da? Oh, oh. Nee. Ah, nicht über mich drüber. Was geht hier ab, Alter? So, wir haben hier vorne noch die Frau, die wird auch abgeholt. Perfekt. Wo ist unser Auto? Da vorne. Okay. Wir fahren mal weiter. Alter, hier geht wieder die Party. Ah, stehen bleiben. Hier geht wieder die Party ab wie sonst was, ey. Wir dürfen einmal reparieren. So. Trink doch kurz einen Schluck. Ah. So. Naja, wie gesagt, ne, ich bedanke mich nochmal dafür, dass ihr da so aktiv Sachen vorgeschlagen habt. Ich habe mir die alle durchgelesen und alle
auch aufgeschrieben in der Liste. Und einige Sachen fallen direkt raus für mich. Aber einige Sachen klingen auch echt interessant. Habe ich einen Blinker gesetzt? Ja. Habe ich wieder Blinker gesetzt? Jetzt habe ich keinen Blinker gesetzt. Mein Gott. Guck mal, guck dieses schöne Umland an hier. Es könnte einfach alles so friedlich sein, wenn man sich die Polizeimod nicht installieren müsste. So. Das sind Autos. Oh, wie geil das hier aussieht, ey. Oh, possible illegal hunting. Alles klar. Fahr mit Spawn, ja genau, mit Spawn Code 2 ran. Ist jetzt nicht so wichtig. Spawn Code 2 kennst du, ne? Wissen wir alle. Also dich, ich fahr bitte vor. Ach, da ist es eh schon. Ich dachte, das ist jemand, der einfach nur behindert ist und da rumsteht. Guten Tag. Haben Sie eine Lizenz? Nehmen Sie bitte mal die Waffe runter. Ist hier suspended. Okay, ich nehme sie jetzt mit, okay. Ach man. Das nervt. Kommen Sie jetzt mit. Ey, kommen Sie mit. Nehmen Sie bitte mal das Gewehr hier weg. Ich muss gerne mitnehmen. Okay, dann halt nicht. So. Und für Sie ein Transport. Backup required for a suspect placed okay, jetzt haben wir auch die Waffe. In, Zancudo River. So, für das Tier holen wir einen Corona Service. Und für ihr Auto holen wir einen Tow Truck. Ach da! Stimmt, die Karre hätte ich eigentlich auch nehmen können als Fahrzeug. Na egal. No further units required. Das klingt doch gut. So. Und die nehmen auch das Ding mit. Perfekt, dann fahren wir weiter. Ich denke, unsere Hilfe ist hier nicht mehr benötigt. Und wir fahren mal weiter in die Richtung hier. Über die Brücke. Mal gucken, was uns da erwartet. Könnten wir bei den Bikern vorbeischauen, ob die vielleicht heute wieder ein bisschen Dreck am Stecken haben. So. Ich glaube, die sind da irgendwie nicht da. Die machen, glaube ich, gerade eine Tour oder so. Aber es scheint recht leer zu sein. Ah ja, hier. Hallo, die Herren. Ey, nicht die Fliegen hier kaputt schlagen, ne? Oh. Hört ihr auch die... Oh, die sieht schön aus. Hallo. Darf ich sie einmal durchsuchen? Sie können einmal durchsuchen. Hit and run. Okay, wir haben Hit and run. Da responden wir gleich mal. Hui! Sorry, das muss jetzt gerade sein. Wir responden zu Hit and Run Fahrerflucht. Und gucken, was uns erwartet. So. Gucken, welcher Bösewicht da Fahrerflucht begeht. Oder gehen möchte, besser gesagt. Ist ja überhaupt nicht freundlich hier. Fahrerflucht ist echt fies. Auch in echt ist das ziemlich asozial, sag ich mal. Oh Gott. Dispatch, we have a visual. One out of 12. 10-4, copy that. Ja, ja. Guten Abend, Mittag, Morgen, whatever. I saw what happened, officer. That car just hit the poor pedestrian and took off. The windshield shattered and the car has a lot of front end damage. The car was an suspect colored well. The last three digits of the license plate were 8, 9 and 3. Suspect blessing. Alles klar. Ich hoffe, Sie kommen damit zurecht. Wir sind zu lange auf der Suche des Täters. Frage ist, wo? Vielleicht müssen wir da noch kurz auf unseren Dispatch warten. Ah, da vorne, okay. Vielen Dank. Vorne ist das. Lassen Sie sich bitte durch. Beziehungsweise wir gehen erstmal ohne Sirene da lang und gucken, ob der da vorne ist. Okay, wir sollten vielleicht zumindest mit Code 2 lang fahren.
dass sie ein bisschen schneller fahren können. Weil sonst kriegt man den nicht. Boah, das hat irgendwie was. Ich glaube, ich spiele mal öfter im Umland. Das ist irgendwie cool. Umland macht Spaß. Uah. Ihr könnt natürlich auch gerne noch hier eure Vorschläge in die Kommentare schreiben, ne? Also das ist nicht zu Ende, oder? Ihr könnt auch immer noch generell Vorschläge schreiben. Also die... Es ist noch nicht zu Ende irgendwie mit Vorschlagen. Also könnt auch gerne noch Sachen reinschreiben, die ihr gerne sehen wollt. Oh Gott. So, ein bisschen aufpassen wegen den Wanderern hier. Ein bisschen langsamer fahren, eigentlich. Aber trotzdem recht zügig sollten wir hier durch. Was ist das hier? Ah, ein Auto, okay. Ich habe mich gerade gewundert, was das hier von Haus ist oder so. Ja, Suspect Last Scene. Wir sind halt nicht so schnell. Wir sind ein Officer, ja. Wir sind ein bisschen am Stock im Arsch. Wir dürfen nicht schneller fahren, als die Sicherheit es zulässt. Damit möchte ich übrigens nicht sagen, dass alle Officer einen Stock im Arsch haben. Ich möchte nur sagen, dass dieser Officer hier einen Stock im Arsch hat, ja? Nicht, dass das wieder falsch aufgegriffen wird. Oh. Boah, ich mag die Soundmod für den Crown Victoria. Also alles in der Beschreibung verlinkt, so wie immer. Zumindest neuerdings wie immer. Früher war das irgendwie ein bisschen schlampig gemacht von mir, aber naja. Jetzt ist ja alles schön aufgelistet. Und jeder Mod wird auch immer neu eingetragen. Das heißt, die Liste ist immer aktuell. Zumindest bis jetzt. So, wenn er da vorne ist, ich meine, das ist ein Schotterweg hier. Also das nächste Auto, was wir finden, wird es ja wohl eigentlich sein. Mein Gott, wie schnell fährt denn der? Das steht. Da vorne ist es, den halten wir jetzt an. Guten Tag. Oh, guck mal, die Frontscheibe ist auch schon sehr zerdeppert. Bitte anhalten. Guten Abend, Mittag. Ihre Frontscheibe ist jetzt zerdeppert. Was ist denn da passiert, die Herren? Ich hätte einfach gerne mal, dass sie aussteigen. Dann hätte ich gerne, dass sie mir ihre ID geben. Ja, davor durchsuche ich ihr Auto, gezwungenermaßen. Eduardo Fernaldo. Was? Eduardo und dann Fernaldo. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. License ist expired. Okay. Ja. Das heißt, sie kommen mit. Damit sind sie festgenommen. Vorläufig festgenommen in dringenden Tatverdacht der Fahrerflucht. Und ich nehme sie jetzt mit. Oder ich lasse sie mitnehmen. 10:15, suspect in custody. We are code 4. No further units required. Mit dem Auto können sie eigentlich auch nicht mehr fahren. Deswegen lasse ich das auch mal eben abschleppen. Ne? Das können sie sich dann in Los Santos abholen. Das war ein paar Autostunden von ihnen entfernt, aber das passt schon. Hi. Am Flugzeug. So, natürlich kommt der Abschleppwagen so schnell da hinten. Der stand da gerade zufällig auf dem Schotterweg. Boah, wie schön das hier aussieht, ey. Naja. Wir, gucken mal, dass wir hier wieder ins Auto kommen. Und ich glaube, wir drehen mal um, oder? Drehen wir um? Ja, fahren Sie ruhig vorbei, Herr Last, Herr Fahrer da. Wobei, nee, wir drehen um, komm. So. Wir holen ganz vorsichtig. Oh, das war nicht. Wir dürfen eher mal reparieren, ne? Wir dürfen ja einmal reparieren. Komm, wir können mal eigentlich mal hier kurz gucken. Was der Herr denn hier macht. Guten Tag. Homeless people, okay. Suspect is a female. His name is Linda Johnson and is young. Okay. Ist ein Hase. Vorsichtig drum rumfahren. Müssen aber ohne Code 3, das geht auch so. Gucken wir mal, dass wir hier die... Homeless ist die scheinbar. Habe ich es richtig gelesen? Ich glaube schon. Also obdachlos. Das heißt, wir gucken mal, dass wir die irgendwo hinbringen, wo sie Obdach bekommt. Oh Gott, nicht hier Spinnicken machen.
irgendwo. Boah, Alter. Das ist aber. So eine Beteiligung hätte ich. Achso, ja, hier rennen, ne? Ist wahrscheinlich eh illegal, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe einen Einsatz. Wir fahren mit 80, hatte ich aber irgendwie für ein Gerücht. Mit 80 und dann noch so eine gute Haltung auf der Straße hier. Naja. Oh Gott. Ich habe gerade, glaube ich, unsere Stoßstange ein bisschen gedamaged. Habe ich hier gedamaged? Ich habe zumindest hier. Ist das Blut oder ist das Dreck? Ist das Blut? Das ist Dreck, oder? Ich glaube, ich habe aber hier die Frontstoßstange ein bisschen. Egal. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 So, sie sind verhaftet. Wegen gefährlicher Körperverletzung bzw. versuchten Mord eines Officers. Und sie werden jetzt mitgenommen. Was ist da oben? Egal. So, wir warten noch eben auf die Kollegen. Da vorne sind sie schon. Hoffentlich fahren sie mich jetzt nicht um. Ne, zum Glück nicht. Ja, ja, guten Morgen. Nehmen Sie die mal mit hier, die hat ein bisschen Dreck am Stecken. Ja, genau, you suck. So. Ich habe die Karre echt nicht kaputt gefahren vorne. Bin hier voll über Steine gefahren, egal. So, fahren Sie ruhig weiter. Achso, die muss ich eh noch. Thank you, genau. Aber ist echt eine. Ist eine coole Karre. Hätte ich eigentlich echt nehmen können als Streife, Fahrzeug. Ja, komm, fahr nicht. Ja, komm, ich fahr kurz weg. Oh, das tut mir. Ah! Nur weil ich das Auto. Kaputt ge. Das ist ein Berglöwe. Der kommt hoch. Ich muss mal eben ins Auto steigen. Nur weil ich jetzt. Alter, das ist doch mega unfair von. Finde ich überhaupt nicht gut. Okay, also, wir fahren mal rückwärts. Und drehen hier. Da wird geschossen. Okay, wir fahren mal runter. Da wird geschossen irgendwo. Müssen mit Vorsicht sollten wir, glaube ich, agieren. Dispatch calling Unit 1, Adam 12. We have a 1099. All available units. Was ist denn das? 1 Adam 5 has been shot. Respond code 3. Ah, das sind solche. Ah, okay. Jetzt nehmen wir natürlich an den Officer down. Da gucken wir mal schnell. Responding by pressing F6. Oh. Ja, egal. F6 kann ich nicht drücken. Immer noch nicht, weil ich es immer noch verpeilt habe. Egal. Officer down. Okay, um den Kollegen kümmert sich dann. What the fuck? Ich verstehe die Leute nicht. So, da oben. Bleiben Sie stehen. Nein, nicht die Klippe runter. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Waffe fallen lassen. Perfekt. So. Okay, wir haben den Schützen. Was ist denn das Flugzeug? Ach da. Cool. Und den Schützen, die Waffe ist runtergefallen. Ah, cool. Weil unsere Kollegin hat ein bisschen unser Auto ramponiert, ey. Hallo. So. Ey, ho. So, wir dürfen einmal reparieren. Oh, das ging jetzt schnell, der Einsatz. So, wir fahren. Oh, ich hab den nicht umgefahren, zum Glück. Dispatch calling Unit Sweet Pursuit, okay. We have a 505 in Mount Josiah. Respond code 3. Oh Gott, Wildwechsel. So. Nein, nein. Oh Gott, passen Sie auf. Herr Reh. Der kommt uns entgegen. Bleiben Sie stehen. Stehen bleiben. Bleiben Sie
Stehen! Hände hoch. Hände hoch. Okay. Auf dem Boden. Komisch, es kam nicht zum Zusammenstoß, obwohl ich quasi so ein bisschen in den Weg gefahren bin. Finde ich gut. Aber der hat ja echt eine Bremsung reingelegt. Also der hat ein bisschen Angst vor vom Zusammenstoß. Ich glaube, der hat sie lieber gebremst. War schon ziemlich knapp. Ey. Ja, wir nehmen mal ihre Karre mit, ne? Rein aus Sicherheitsgründen. Also der eine ist halt Speed Pursuit. Meine Karre sieht zwar schick aus, aber von Speed kann man da, glaube ich, nicht reden. Oh Gott, Abschlepper nicht kaputt fahren. So, kommen Sie mal mit. So, wir fahren dann auch mal weiter. Nicht, dass Abschlepper hier gleich noch in den Rücken reinfährt. Weil die Kollegen haben jetzt eh hier in Obhut. Gucken wir mal, was wir noch für Einsätze bekommen. So, okay. Da gehen wir hin. Code 2. Nein, ich habe einen Reh umgefahren. Nein, das tut mir voll leid. Egal, wir haben Assault. Das geht leider vor. Ich habe einen Reh umgefahren. Oho. Aber wieso laufen wir noch auf dem Schotterweg? Das ist mega behindert. Okay, wir haben Assault. Guten Morgen. Was ist denn los hier? Steuerung plus Y. Was muss ich denn mit denen machen? Kann ich sie mitnehmen? Okay, scheinbar schon. Aber was soll mir das bringen? Ich nehme jetzt hier Taser und die werden das nicht festnehmen. Backup required for a suspect placed under arrest in Und dann nehmen wir sie einfach so fest. Copy, that's a code 2 on our way. Roger. Nehme ich sie so fest, wenn sie sich keine Gegenwehr leisten. Dann, nämlich auch für sie im Prisoner Transport. Was ist das für ein Logo hier? Keine Ahnung. Ja, Alamo C. Roger. Ja, für sie kommt auch gleich im Prisoner Transport. Bisschen Geduld noch, ne? Da, guck mal, da vorne ist er schon. So, kommen Sie mal ein bisschen an den Straßenrand hier. Kollegen, nehmen Sie dann gleich mit, weil ich weiß zwar nicht, was Sie gemacht haben, aber ey, Schaulustige sind nicht erwünscht. Also sie werden dann jetzt gleich mitgenommen hier. So. Schaulustige sind nicht erwünscht. Würden Sie sich bitte von dem Ort hier entfernen? Danke. So. Wir dürfen einmal... Ups. Das tut jetzt ein bisschen leid. Und da vorne ist Motorradfahren. Den nehmen wir mit. Also den halt mal an. Alter, wieso bleibt denn der stehen? Bleiben Sie stehen. Okay, es kam zu Stop. Guten Morgen. Okay, alles klar. War scheinbar gar nicht mehr so falsch, hier hinten zu rammen. Wir holen mal eben einen Helikopter und zwei Verstärkungen. Alter, was läuft denn in die Karre? Bleiben Sie, okay. Auf dem Boden. Zum Glück hat er das überlebt, Alter. Aber wieso steigt denn der ab? So, scheiße. Egal. So, wir haben Prisoner Transport. Backup required for a suspect placed under arrest in Mount Josiah. We copy you. On standby. Roger. Alter, jetzt rammt sie dann. Alter, Kollegen. Das gibt's doch nicht. Das hat auf dem Boden aufgeschlagen, ey. So, ja. Wieso ist da jetzt ein Berglöwe getötet worden? Dann nehmen wir hier vielleicht mal einen Corona. Warum auch immer. Und hierfür holen wir einen Tow Truck.
So. Und da vorne ist auch schon unser Abschlepper. Wir können ruhig außen rumfahren. Oh Gott. Genau. So. Hier, der Löwe wird auch mitgenommen. Wir fahren kurz an den Straßenrand. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der weiteren Folge von hier von LSBDFA. Der Typ wird jetzt eh hungrig, das heißt, wir gehen jetzt in die Mittagspause. Und danach sehen wir uns wieder bei einer weiteren Folge von LSBDFR. Bis dahin, haut rein, mach's gut. Tschüss!